Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Ich würde jetzt nicht in Gold investieren. Ich würde jetzt auch nicht in Aktien investieren. Ich würde auch nicht in Bitcoin investieren. Und ich würde jetzt auch nicht in Immobilien investieren. Warum sage ich das? Was hat das genau auf sich? Das besprechen wir alles in diesem Video. Und bevor ich anfange, muss ich erstmal sagen, ich bin natürlich in all den Sachen investiert. Also in Aktien, in Bitcoin, in Gold, in Immobilien und so weiter und so fort. Aber wir besprechen gleich, warum ich jetzt nicht investieren würde. Und wo bin ich erstmal? Hier natürlich in Dubai, in meiner Wahlheimat. Und es ist so extrem, weil ich habe ein Reel gemacht, gerade auf Instagram. Und da kamen ganz viele Fragen drunter, weil es keiner verstanden hat. Und ich habe eigentlich aufgehört mit den Finanzvideos, weil diesen Punkt, den wir heute jetzt besprechen, den versteht keiner. Also ich sage diesen Punkt 1000 Mal. Und ich bekomme immer wieder die Frage, ja Cecil, soll ich in die Aktie investieren, soll ich in die Aktie investieren, soll ich in Gold investieren? Ja, aber Gold ist doch voll gut. Wenn jetzt der ganze Markt crasht, Gold hat doch einen Wert. Das habe ich doch in der Hand und ein Kilo Gold bleibt doch ein Kilo Gold. Und Bitcoin ist doch auch voll gut, das kann ich unabhängig, da kann ich, wieso würdest du denn da jetzt nicht rein investieren? Und ich sage immer, und das ist so entscheidend, und ich habe gestern einen, ja für mich sehr traurigen Kommentar unter meinem Reel auf Instagram gelesen. Ich sage immer, das einzige Investment, was man machen sollte, ist in Wissen. Und keiner denkt überhaupt irgendwie, dass das annähernd irgendwie wichtig ist. Alle Menschen denken irgendwie so, ja, ich investiere in irgendeine Aktie und dann geht die hoch und dann bin ich reich oder was genau, was ist der Hintergrund genau? Ich verstehe das nicht. Weil, überleg mal, Gold. Viele Goldexperten denken, okay, wenn jetzt alles crasht, dann ist natürlich der Use Case, warum man Gold nutzt, also warum man Gold kauft, ist natürlich da. Das heißt, okay, was sagen Experten, wo der Goldpreis hingehen kann? Auf vielleicht 3000 Dollar von 2000. So, das heißt, okay, alles klar, 50% mehr. Also unabhängig davon, dass du in Deutschland darauf Steuern zahlen musst, wenn du irgendwelche Gewinne machst. Aber jetzt unabhängig davon, wenn du jetzt dein Geld, dein ganzes Geld und alles, was ich heute sage, ist natürlich keine Finanzberatung, da reinsteckst. Sagen wir mal, du hast 1000 Euro reingesteckt. Ja, dann hast du danach 1500 Euro. Und davon musst dann wahrscheinlich die Hälfte Steuern zahlen. Was bringt das in deinem Leben? Wenn du 10.000 reinsteckst, hast du 15.000, musst die Hälfte davon steuern. Das heißt, das, was ich immer sage, was der größte Hebel ist, was die größte Änderung im Leben macht, ist immer das eigene Wissen, wie man, wenn es jetzt in diesem Video natürlich um Geld verdienen geht, wie man mehr Geld verdient. Und dieser Kommentar unter dem Reel war ungefähr so, ja, aber Cecil, hallo, was soll ich denn machen? Ich habe ja meinen 40-Stunden-Job. Ja, okay, ich kann jetzt noch 2, 3 weitere Nebenjobs annehmen, aber dann habe ich ja gar kein Leben mehr und dann verdiene ich ja auch nicht wirklich viel mehr Geld. Und außerdem, das Geld entwertet sich doch so schnell. Das heißt, es bringt ja gar nichts, wenn ich mehr verdiene, außer dass ich dann ein scheiß Leben habe. So, und das ist der Mindset von so vielen Menschen. Und das ist genau das Gegenteil von der Realität oder von dem, was ich immer wieder versuche, allen zu sagen. Und ich bin so happy, dass wenn 1 Million Menschen das Video sehen, als Beispiel, dass natürlich über 90% verstehen es nicht, aber dass dann, sagen wir mal, 10.000 davon das verstanden haben, das umsetzen und Erfolge haben. Da bin ich so stolz drauf, weil es ist ja ganz einfach zu verstehen. Und ich erkläre es jetzt, wie wichtig das Wissen ist. Und ich bin niemand, der, ich bin auch nicht mehr 20, ich bin niemand, der das sich jetzt ausdenkt, sondern ich sage jetzt aus 20 Jahren Erfahrung die Essenz, die ich in 20 Jahren gelernt habe. Und ich bin Profi-Basketballspieler gewesen. Ich habe mit 19 im All-Star-Game der ersten Liga gespielt. Ich habe europaweit gespielt. Das heißt, sagen wir mal, im Basketball war ich irgendwie ein bisschen erfolgreich. Personal Training war ich ausgebucht über 15 Jahre komplett. Immobilien habe ich aufgebaut. Ich habe aus Zwangsversteigerungen gekauft. Ich habe saniert. Ich habe verkauft. Ich habe vermarktet in großen Projekten. Ich habe Wohnungen vermarktet. Alles selber gemacht. Ohne irgendwie Ausbildung. Ich habe mir alles an Wissen selbst beigebracht. Danach habe ich Social Media, habe einen Nahrungsergänzungsshop aufgebaut. Europaweit vertreiben wir. Coachings. Das heißt, ich habe 5, 6 Mal mein Hobby zum Beruf gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein 20-Jähriger bin, der sagt, hey, hier, mach mal Affiliate-Marketing. Aus den ganzen Erfahrungen, aus über 20 Jahren, kann ich sagen, das Beste, was man heutzutage machen kann, was nämlich ortsungebunden ist, weil Personal Training ist nicht ortsungebunden.
Profisportler sein ist nicht ortsungebunden. Immobilien machen ist nicht ortsungebunden. Das ist alles nicht so skalierfähig. Das heißt, die Essenz aus 20 Jahren, die ich euch einfach hier so sage, gerade den Menschen auch sage, die sagen, ja, aber wieso, ich kann doch nur 20 Stunden, 40 Stunden arbeiten und dann, das ist die Essenz aus 20 Jahren Erfahrung, die ich jetzt sage. Wenn man was findet, und ich sage gleich was zum Beispiel, was die Zeit abkoppelt vom Geld verdienen, was skalierfähig ist, was man ortsungebunden ausführen kann und wo man keine Termine vordiktiert bekommt, dann kann man sich komplett befreien. Und wenn man in nur einem dieser Punkte ist, dann kann man das nicht. Und das ist natürlich klar, es gibt ja diesen Spruch, wenn du immer das Gleiche machst und ein anderes Ergebnis erwartest, dann ist das, ja, das ist die Definition von Wahnsinn. Das hat Albert Einstein gesagt. Ja, weil wenn ich einen Hamsterradjob mache und dann will ich noch 4, 5 weitere Hamsterjobs dazu machen, dann bleibt das Ergebnis ja gleich. Das ist ja ganz logisch. So, was kann man zum Beispiel machen? Man kann zum Beispiel Affiliate-Marketing machen. Da hast du keine Termine vordiktiert, da bist du ortsungebunden, das kannst du skalieren, da hast du deine Zeit nicht gegen Geld, weil natürlich musst du da auch arbeiten. Aber es geht darum, kannst du ein Produkt pro Zeiteinheit verkaufen oder kannst du auch 20 oder 100 verkaufen? Das kannst du, wenn du deine Zeit gegen Geld tauschst, nicht. Hier, du kriegst 20 Euro die Stunde. Ja, okay, ich krieg 20 Euro die Stunde. Hier, du verkaufst ein Produkt. Okay, alles klar, ich kann das Produkt entweder einmal heute verkaufen oder ich kann es heute 10.000 Mal verkaufen. So wie mein Bekannter zum Beispiel, der Kabel weltweit verkauft und der 35 Millionen Umsatz macht im Jahr. So wie andere Immobilienkunden, die verkaufen Stifte und die wohnen auf der ganzen Welt, interessiert mich. Das heißt, natürlich, wenn man im Hamsterradjob ist und dann nimmt man noch 3 weitere Hamsterjobs ein, ja natürlich verändert sich nichts, weil man es ja nicht verändert hat. Man kann ja kein anderes Ergebnis erwarten, wenn man das Gleiche macht. Das gilt für Affiliate-Marketing, das gilt für E-Commerce, also einen Shop machen, Produkte verkaufen. Das Schulsystem hat uns so krass gut manipuliert in unser Gehirn rein, dass wenn du jetzt 100 Mitarbeitern sagst, hey, alles klar, ich will einfach was verkaufen, was Menschen brauchen. Im Internet. Internet, hallo, gibt es schon so ein zig Jahre. 99 von den 100 werden, weil sie es natürlich nicht wissen, werden sagen, nee, das ist ja voll Quatsch. Nee, sowas gibt's ja gar nicht. Nee. Natürlich sagen die das, weil sie wissen es ja nicht. Es werden knapp 87 Milliarden in 2021 wurde mit Online-Shops umgesetzt. Du selber kaufst alles heutzutage wahrscheinlich übers Internet. Egal ob Stifte, Klamotten, egal was, man kauft im Internet, fertig. Die Menschen verstehen es nicht. So, und das ist bei, ob du einen Shop machst, egal was du verkaufst, einen Tisch. Ja, Cecil, ich weiß überhaupt nicht, was ich verkaufen soll. Haben gerade im Warenkorb bei Amazon irgendwie 27 verschiedene Produkte drin. Die 27 verschiedenen Produkte, die werden alle verkauft. Das heißt, die kann man alle verkaufen. Das heißt, im Grundsatz kann man alles verkaufen. Das, sag mal 100 Menschen, du kannst alles verkaufen. Das ist Feierabend. Die verstehen nicht, dass man Produkte verkaufen kann, die Menschen kaufen wollen. So, und das ist bei Dropshipping. Da hast du nicht mal, du musst nicht mal lagern. Du kannst von jemand anderem das schicken lassen. Du hast null Startkapital, was du brauchst. Affiliate Marketing, du brauchst null Startkapital. Einen Shop aufbauen, okay, da muss man schon Startkapital haben und das dauert auch, das aufzubauen. Dann ein Infoprodukt, dass man Informationen, die man hat, weitergibt. Das muss man auch aufbauen, klar, aber dann, ich sag ja, im Online-Bereich, am Tag zum Beispiel, 300 Euro zu verdienen, das ist bei den Menschen Feierabend. Das kann keiner verstehen. Es gibt ohne Ende 20-Jährige, die verdienen Millionen. Das heißt, sowas gibt's aber nicht. Aber das versteht keiner. Weil es ist einfach nur, ich habe ein Produkt, sagen wir mal, ich mache Affiliate-Marketing, ich schreibe einen Blog, keine Ahnung, ich mache einen YouTube-Kanal, wo man auch nicht mein Gesicht sieht. Nein, Cecil, man darf nicht mein Gesicht sehen. Man sieht nicht mein Gesicht. Ich schalte Werbung, ich schreibe einen Blog, ich mache so Testergebnisse von Kameras. Die habe ich zum Beispiel damals, als ich meine Kamera gesucht habe, habe ich immer geguckt, ja, welche Kamera ist gut, welche ist bei Nacht gut, welche ist da gut. Dann habe ich immer so Testberichte gelesen.
So, und dann ist da ein Affiliate-Link drunter und so eine Kamera kostet 2.000, 3.000 Euro. Da kriegt man 300, 400 Euro pro Verkauf. So, oder wenn du ein Infoprodukt erstellst, da kriegst du, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro pro Verkauf. Ein Verkauf am Tag. E-Commerce. Egal, was man online macht. Ein, zwei Verkäufe am Tag zu haben. Das ist ja wohl bei 130 Millionen potenziellen Kunden nicht so ausgeschlossen, oder? Bei den 99%, mit denen du sprechen wirst, die sagen, ein Verkauf, sowas, das gibt, hallo, das gibt's gar nicht. Wenn du mehr verdienen willst, musst du deinen Hamsterradjob noch mehr machen. Natürlich funktioniert das nicht. So, und dann, wenn du zum Beispiel mit einem Infoprodukt, mit einer Vermittlung vom Affiliate-Marketing 300 Euro am Tag verdienst, dann sind das 9.000 Euro im Monat. Das kann sich keiner vorstellen. Und ich bin so stolz, dass ich wirklich tausenden Menschen dabei geholfen habe und die Augen geöffnet hat, dass sowas nicht nur machbar ist, sondern dass das jeder kann. Die einzige Brücke ist nur, das Wissen darüber zu haben. Weil wenn du mit erfolgreichen Menschen sprichst, die sagen, wie ein Verkaufsprodukt? Ne? Natürlich geht das, weil ich mach's ja. Das ist so, als wenn du Schuhe zu binden, Schuhe zu binden, das geht gar nicht, weil die Schleife und hier, ich muss erstmal ein Jahr lernen oder Monate, um das zu verstehen. Das geht gar nicht. Oder wenn du sagst, ja, hier, Cecil, was, schreiben? Nee, sowas gibt's gar nicht. Weil schreiben, hallo, da, wann soll ich denn wissen, wann da ein Punkt und wann da zwei Punkte und wann man, wie, hallo, das geht gar nicht. Cecil, schreiben geht gar nicht. Aber die Menschen, die schon schreiben können, die sagen, natürlich geht das, hier, Cecil, schreib mal so, zack, zack, zack. So, oder Hieroglyphen. Nee, das kann ich nicht. Ja, aber andere können das lesen. Das heißt das. Chinesische Zeichen. Nee, also das kann man, das kann man gar nicht lernen. Und andere haben es natürlich gelernt. Das ist das Gleiche mit dem Geld verdienen. Es ist das Gleiche mit, wenn du einen Bodybuilder da lang, dann, du siehst einen Bodybuilder, du denkst, okay, krass, der isst nach einem bestimmten Muster, der geht Krafttraining machen, wahrscheinlich jeden Tag, und der gibt richtig Gas. Das weißt du. Und der weiß natürlich, was er für Übungen machen muss, damit er so viel Muskeln aufbaut. Weißt du? Wenn du eine Ballerina siehst, dann denkst du, okay, alles klar, die dehnt sich bestimmt viel, die weiß, wie sie die Übung machen muss und die trainiert viel. Das weißt du. Wenn du einen Nerd siehst, so einen Intelligenten, der schon mit 3 Jahren sein eigenes, keine Ahnung, IT-Programm geschrieben hat, da weißt du, der interessiert sich dafür, der sitzt am Computer die ganze Zeit und der gibt Gas. Der ist voll da drin. Wenn du jemand Reiches siehst, dann denkst du ja nicht, ach, alles klar, der hat einen 9-to-5-Job und der ist damit, hat er irgendwie komischerweise. Nein, du weißt ja, irgendwas weiß der ja. Wie man Sachen verkauft oder irgendwas weiß der ja. Was ich nicht weiß. Und das macht er. Er interessiert sich dafür, wie man Geld verdient. Und dann gibt er Gas. Und dann hat er ja viel Geld. Wenn du Leute siehst, du weißt es. Aber trotzdem, wenn es dann um Geld verdienen geht und wenn es um die eigene Person geht, dann kann man nicht verstehen, dass das wichtigste Investment ins eigene Wissen ist. Das versteht kaum jemand. Und die, die es verstehen, die werden erfolgreich. Weil es ist nicht so schwer. Schreiben, lernen ist nicht so schwer. Zu wissen, wie man Muskeln aufbaut, ist nicht so schwer. Ordentlich zu dehnen ab der Kindheit, damit man gelenkig ist, ist nicht so. Das sind nicht so schwere Sachen. Reich zu werden ist nicht so schwer. Das ist heutzutage leichter als je zuvor, weil zum einen gibt es Möglichkeiten, die es noch nie vorher gab. Und zum anderen sind die Menschen so doof geworden, so manipuliert, dass sie nicht verstehen, dass man ein Produkt verkaufen kann, was andere Leute kaufen. Das verstehen die nicht. Das verstehen die nicht. Und deswegen hat man den Vorteil, wenn man nur ein bisschen mehr denken kann. Deswegen sage ich immer, das wichtigste Investment ist ins eigene Wissen. Will keiner drauf, ja, Cecil, ja, okay, alles gut, ja, Wissen, alles klar, okay. Aber in welche Aktie investiere ich denn? In die Aktie W-I-S-S-E-N. Und wenn ich einen Hamsterradjob mache, dann denke ich nicht, ja, alles klar, jetzt mache ich noch 4 weitere Hamsterjobs. Denn nein, das ist das Gleiche. Das heißt, wir müssen ja was anderes machen, damit wir ein anderes Ergebnis haben. Was kann ich in diesem Video sagen, was logischer ist? Für mich ist das ausgeschlossen, was Logischeres zu sagen. So, warum jetzt zurück investiere ich jetzt gerade nicht in irgendwas?
Weil ich für den Großteil der Menschen, für die 99%, die ihre Zeit gegen Geld tauschen, immer sage, nur in Wissen investieren. Wenn man schon ein Business hat, wo Geld reinkommt den ganzen Tag, so, dann kann man investieren, weil dann, ja, aber wenn ich dann nur Geld habe und dann geht alles auf Null, dann bringt das ja auch nichts. Ja, ja, deswegen investiert man ja dann, wenn man das Geld hat, weil man investiert ja nicht, um reich zu werden, weil der Goldpreis, selbst wenn er sich verdoppelt, wirst du damit nicht reich, sondern du wirst damit reich, dass du Geld verdienst. So, wenn man dann Geld verdient und es immer reinkommt, dann investiert man natürlich in die Sachen, die einen Sachwert haben und die über die Zeit steigen, mit Immobilien. Ich habe einmal in einem Haus gewohnt, das war mein erstes Haus, was ich gekauft habe mit 27 Jahren. Da habe ich in 7-8 Jahren hatte ich 400.000 Euro plus. Nur weil ich anstatt einen Mietvertrag einen Kaufvertrag unterschrieben habe. Das heißt, auf lange Sicht natürlich Immobilien, gut, Bitcoin, Gold, ja, ETFs, Aktien, breiter Markt, schön diversifizieren, ist natürlich sinnvoll. Aber worauf ich hinaus will ist, jetzt gerade investiere ich nicht, obwohl ich überall investiert bin, weil ich denke, was in den USA auf uns zukommt, das wird schlimmer als in den 20er Jahren. Das ist meine Meinung. Was jetzt passiert mit den ganzen Banken, die alle nacheinander pleite gehen, dann mit den ganzen Krediten, die noch ausstehen, die jetzt in diesem Jahr erneuert werden müssen über Geschäftsimmobilien. Da sind irgendwie, keine Ahnung, 400 Milliarden oder so, die jetzt erneuert werden müssen. Und wenn die Darlehen jetzt einfach mal doppelt und dreifach so teuer sind und die meisten sowieso gar nicht belegt sind, das heißt, die Firmen sind nicht mehr in den Firmen, also die Firmen mieten gar nicht mehr, sondern die arbeiten jetzt immer schön von zu Hause und so. Das heißt, in manchen Städten sind 50% der Geschäftsimmobilien sind nicht belegt. So, und wenn jetzt der Kredit ausläuft, dann können die einfach nicht das Dreifache bezahlen. Und dann werden die ganzen Banken, die sowieso schon alle unter Wasser sind, werden dann die ganzen Fälle werden wegschwimmen. Und es gibt eigentlich auf das Ganze keine Lösung. Das heißt, Immobilienmarkt, Bankenkrise, das ganze System muss praktisch kollabieren in meinen Augen. Und deswegen verkaufe ich jetzt nichts. Ich spare einfach. Und wenn es dann, wie ich es denke, irgendwann zum richtigen Crash kommt und da muss erstmal diese ganzen Schulden müssen erstmal ein bisschen aus dem System gespült werden. Und wenn dann der S&P wieder ganz runter geht, da wo wir bei Koriander da im Low waren, irgendwie bei 3000 und so, dann fange ich drüber nachzudenken, okay, alles klar, gehe ich jetzt mal wieder in den Markt rein. Das ist die ausführliche Erklärung zu meinem kurzen Reel, wo ich gesagt habe, ich investiere jetzt nicht in Gold. Und alles, was ich hier sage, ist natürlich keine Empfehlung. Aber was auf jeden Fall eine Empfehlung von mir ist, ist, dass man nicht immer das Gleiche machen sollte und ein anderes Ergebnis erwarten sollte. Sondern, wenn man etwas lernen will, dann ist ja die erste Sache, die man machen muss, man muss es ja lernen. Wenn du zum Boxen gehst, dann gehst du ja auch zum Boxen, damit du es lernst. Wie geht das? So, und das sind immer die gleichen Grundmuster. So, und deswegen, ich habe es schon dreimal gemacht, ich glaube dreimal, jetzt ein viertes Mal. Und zwar biete ich genau das jetzt in einer Telefonberatung an, genau zu erklären, wie kann man in deiner Situation was machen, was man vorher nicht gemacht hat, dass man nicht die nächsten 40 Jahre noch genau da drin bleibt, gar nicht weiß, was man machen muss und dann in Armut eine Rente von unter 1.000 Euro bekommt. 50% bekommen unter 1.000 Euro Rente. Mit der Inflation ist das in 30 Jahren, du kannst einfach nichts mehr machen. So, was kann man genau in deiner Situation machen? Das besprechen wir ganz genau und ich habe da ein Formular drunter und da sind aber 15 Fragen, die müssen extrem gut und ausführlich ausgefüllt sein, weil sonst können wir nicht helfen. So ein Beratungsgespräch im Wert von 199 Euro, wie sollen wir helfen, wenn immer nur ein Wort da steht? Das heißt, wenn ihr wirklich interessiert seid, da rauszukommen und einfach überall auf der Welt leben zu können, frei zu sein, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, dann ist alles da ganz genau erklärt und wir gucken ganz genau, wie deine Situation ist und was man aus deiner Situation machen kann. Okay, ist da unten drin jetzt als Angebot, wenn du das darunter nicht mehr siehst, weil es natürlich extrem limitiert ist, dann siehst du da das Webinar zum Matrix-Prinzip und da erkläre ich alles im Webinar. Okay, das war's erstmal für heute. Denk immer dran, das beste und einzige Investment, was wichtig ist,
ist ins eigene Wissen. Punkt. Okay? Das war's für heute. Bis dann, euer Coach Sessio. Es ist auch schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ist auf jeden Fall ein unbeschreibliches Gefühl, die Person zu treffen, die dazu geführt hat, dass wir überhaupt anders denken, ein starkes Mindset kreieren, an uns glauben, an unsere Ziele glauben, unsere Träume verwirklichen lassen. Und jetzt sind wir tatsächlich hier ausgewandert und ohne Cecil kann ich es mir nicht vorstellen, dass wir das Ganze hier durchgezogen hätten. Wer weiß, was passiert wäre, aber Fakt ist, jetzt Cecil war der Start vom Ganzen und ihn hier zu treffen, ist einfach eine mega Freude. Ich kann mich nur wiederholen. Früher war es immer so ein Fußballspieler, ein Idol, wo man sich gefreut hat zu treffen. Für uns ist es einfach Cecil.